dass man den Schülerverkehr ähnlich wie in Berlin anpackt und versucht, deutlich günstiger zu machen bzw. kostenfrei. Jetzt zu sagen, die Taschen sind leer und wir hauen nochmal ordentlich einen oben drauf, das kommt nicht allzu gut beim Fahrgast an. Heute beim Anlass hier beim 30-jährigen Jubiläum in Dahme-Spreewald erstmal, ich habe gestern gesehen, Spree-Neiße überlegt jetzt auch den Schülerverkehr sozusagen kostenfrei zu gestalten, aber ich habe auch jetzt gerade noch gehört auf dem Event, es gibt auch eine Überlegung VBB-weit da etwas anzupacken. Was steckt dahinter? Genau, also es gibt die Überlegung, dass man den Schülerverkehr ähnlich wie in Berlin anpackt und versucht, deutlich günstiger zu machen bzw. kostenfrei. Aber das sind momentan einfach noch Überlegungen, weil viele Landkreise sind ja schon dabei, den Schülerverkehr zumindest im Landkreis zu vergünstigen. Und da, wo wir momentan einfach dran sind, ist zu schauen, ob wir eine verbundweite Lösung hinkriegen. Das heißt, dass dann die Schüler, zumindest wenn das Geld, also ohne Geld geht es ja nicht, aber wenn das Geld dafür da ist, in Gesamt-Berlin-Brandenburg dann zur einheitlichen Kondition, sprich kostenlos oder zumindest stark vergünstigt unterwegs sein können. Aber wie gesagt, da sind wir noch dran. Hängt ja jetzt auch einfach davon ab, wie der Wirtschaftsplan des Landes Brandenburg aussieht und ob das soweit dann genehmigungsfähig ist. Aber da gibt es auf jeden Fall die Überlegungen dazu. Das heißt auch schon Gespräche oder nur Überlegungen? Nein, es gibt auch schon Gespräche, aber wie gesagt, da ist noch nichts entschieden. Aber dadurch, dass es einfach viele Landkreise schon gibt, die diesen Schülerverkehr kostenlos anbieten und ja auch in Berlin das schon so ist, dass die Schülerinnen und Schüler kostenlos unterwegs sein können, fehlt da einfach nicht mehr so viel. Und von daher sind wir einfach im Gespräch, und auch mit dem MIL, also sprich dem Land Brandenburg, und schauen, was dabei rauskommt. Natürlich im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler. Ich denke, es wäre irgendwie, ergibt das ja auch Sinn, weil gerade so dann, weiß ich nicht, Landkreis-Neid-Debatte dann ja auch losgehen würde irgendwann. Ne? Richtig, genau. Und da entsteht ja dann natürlich auch der Druck auf die Landkreise, die das momentan noch nicht anbieten. Und so war das ja auch mit der Einführung des SchülerInnen-Tickets in Berlin, dass dann einfach die Debatte losging. Moment, ich wohne doch auf der anderen Seite der Stadtgrenze, muss nach Berlin rein, warum soll ich dann etwas dafür bezahlen? Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und werden auch eine Lösung finden, ganz im Sinne unserer Fahrgäste. Letzte Frage vielleicht, nach dieser ganzen Corona-Zeit, VBB-Tarif, wird sich da was ändern oder hat das jetzt keine großen Auswirkungen? Also natürlich müssen wir jetzt gucken, dass wir ein Konzept entwickeln, die verloren gegangenen Fahrgäste zurückzugewinnen. Wir haben jetzt viele Fahrgäste, die sich wieder dem motorisierten Individualverkehr, sprich dem Auto, zugewandt haben. Und die gilt es einfach zurückzugewinnen. Die Mobilität, haben jetzt neueste Studien gezeigt, ist annähernd wieder gleich wie vor Corona. Das heißt, viele sind auch wieder unterwegs, aber wir haben einen Großteil einfach verloren, zurück zum Auto. Und da sind wir jetzt gerade dabei, gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen ein gesamthaftes Konzept zu entwickeln, wie wir die Fahrgäste zurückgewinnen können. Also das heißt, auf der einen Seite viel Kommunikation mit den Fahrgästen. Unsere Verkehrsmittel sind sicher. Das heißt, die Gefahr und einfach dieser Unsicherheitsgefühl momentan von den Fahrgästen ein Stück weit abzubauen und zu sagen, nein, wenn ihr mit uns fahrt, ist es nicht anders als im anderen öffentlichen Raum halt auch. Und das andere ist einfach zu gucken, wie können wir tariflich etwas entwickeln, den ÖPNV wieder attraktiver zu machen. Also sei es jetzt eben durch die Stärkung des Firmentickets, was ja eine Möglichkeit ist. Ja, wenn der Arbeitgeber etwas dazu zahlt zum ÖPNV, dann fahre ich natürlich gerne damit, als wenn ich jetzt irgendwie die Benzinrechnung aus der eigenen Tasche zahlen muss. Und insofern sind wir auf einem guten Weg, da etwas zu entwickeln, was es den Fahrgästen dann wieder einfacher macht, den ÖPNV zu benutzen. Die Tariferhöhung schließen Sie jetzt aus? Die Tariferhöhung schließe ich jetzt nicht unbedingt aus, nur müssen wir gucken, ob die einfach zu dem Zeitpunkt jetzt sinnvoll ist. Ja, also wir haben jetzt viele, viele Fahrgäste, wie ich ja schon sagte, verloren und da müssen wir dann jetzt einfach gucken, macht es Sinn, zu diesem Zeitpunkt also Tariferhöhung durchzuführen oder warten wir damit noch, bis sich dann die Fahrgastzahlen wieder ein Stück weit erholt haben, weil es hängt ja jetzt einfach viel davon ab, wie kommuniziert man das Ganze. Ja, also
jetzt zu sagen, die Taschen sind leer und wir hauen nochmal ordentlich einen oben drauf, das kommt nicht allzu gut beim Fahrgast an. Und von daher müssen wir gucken und natürlich müssen wir dann auch gucken, dass wenn eine Tariferhöhung kommt, sie so moderat ausfällt, dass man oder eben mit anderen Vergünstigungen dann für den Fahrgast verknüpft, dass es dann ein gesamthaftes Konzept gibt und dem Fahrgast dann nicht noch zusätzliche Steine in den Weg legt.